geht, meine Crews da draußen? Wir sind zurück zu Dying Light. Wir sind mitten im Kampf. Ich habe gerade Pause nochmal gedrückt. Ich musste nochmal neu laden. Wir sind gerade mitten im Kampf und ich hoffe, dass wir den Kampf überstehen und immer sehen, dir Schmerz, was abgeht. Keine Sorge, die Erlösung naht. Oh, 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 oh. Okay. Jetzt sieht schlecht aus für uns. Sterben, Kleiner. Okay. Machen wir zuerst mal kalt. Na komm schon. So leicht kommst du mir nicht davon. Oh, komm schon. Mann, fuck auf. Keine Ahnung, ob wir das irgendwie schaffen. Ich habe vorhin beim ersten Mal halt das irgendwie anders gemacht, ne? Da habe ich. Hier bin ich. Komm schon. Kette ihn. Den habe ich ja, aber. Was? Du gibst schon auf? Na komm schon, Digga. Wo willst du hin? Wir sind... Hast du die Hosen voll? Komm und stell dich! Komm schon! Komm, Digga. So. Dann ja und. Dich haben wir auch, mein Freund. Jetzt kommen wir nur noch. Kommt nur noch der Knaller. Oh, fuck. Okay, der hat uns erwischt. Oh, was? Oh, nochmal erwischt, die gibst du ja nicht, ey. Oh, Alter, weich doch aus, Digga. Komm schon, Digga. Nein, Mann! Oh, steh auf, Digga. Komm schon, den müssen wir kriegen. Komm, noch einen Schlag, Digga. Jetzt haben wir ihn. Alete, mein Freund. Hahaha. Und was ist das? Dafür ist Jada so gestorben. Für dieses armselige Ding. Und noch eine Trophäe, siehst du? Nee, nee, mein Freund. Thais hat sie wohl fallen lassen, als er in Deckung gegangen ist. Oh Mist, das sind nur die Gewebeproben. Wo ist das andere Paket? Fahr zur Hölle, Crane. Rutsch, Tahir. Du siehst ja ziemlich mitgenommen aus. Von solchen Wunden erholt man sich für gewöhnlich nicht. Dann bring es zu Ende. Nein, nein. Ich sollte dich leiden lassen, so wie du es verdienst. Ja? Warum tust du es nicht? Weil man bei Typen wie dir auf Nummer sicher gehen muss.
Das stimmt, da hat er recht, weil meistens kommen die immer wieder und dann töten sie sich doch noch. Troy, so. Hier ist Crane. Crane? Du lebst? Fantastisch. Ich lebe noch, ja. Troy, Jade. Jade ist tot. Ja. Oh nein. Das tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Crane. Was ist passiert? Na, mir erstmal, Digga. Sie hat mein Leben gerettet. Sie starb. Für mich. Crane, du musst den Luftschlag verhindern. Jade hat sich geopfert, damit du die Mission zu Ende bringen kannst. Ist Zevi da? Hat er einen Weg gefunden, den Funkverkehr wiederherzustellen? Ja, hat er. Aber um den Plan umzusetzen, muss ich dir den Verstärker geben, den Zevi benutzt hat, um das Störsignal zu unterbrechen. Komm zur Sicherheitszone auf halbem Weg zu dem Funkmast, an dem du den Verstärker anbringen musst. Bin schon auf dem Weg. Okay, naja, wir wissen ja, Jade ist ja gestorben in der ersten, Entschuldigung, in der Folge davor. Du hast gerade einen großen Fehler gemacht. Okay. Ich reiß dir den Arsch. Ach so, das, seine Nick ist gleich gebrochen. Hurensohn. Na, wie gesagt, die sind ja kein Problem mehr. Also durch die Combo hier mit also ausweichen und dann halt R1, ne? Wisst ihr ja. Oh, hier können wir unsere ganzen Sachen holen. Ne, das ist doch nicht schlecht. Na, alle. Alle. Kein freier Slot mehr? Das kann nicht sein, warte mal. Warte mal, wir können ja was zerlegen, ne? Wenn wir Inventar, da können wir doch. Ach, da können wir ja nicht legen. Können wir nur fallen lassen. Da ja sowieso die doppelleuchtige Schrotflinte. Was? Gutschockklinge? Okay. Boah, die sind ja alle viel schlechter hier, ne? Nee, warte mal. Die müssen wir wieder aufheben. Die eine müssen wir wieder aufheben. Wo ist denn die? Da. Die werden wir nämlich zerlegen und nicht. Müssen wir mal gucken. Hier, das ist. Zerlegen. 122 hat sie nur. Die können wir auch zerlegen. Die hat. Hier, Tariels Waffe. Na? So, dann haben wir erstmal ein bisschen was. Packen wir uns da die Munition hin, dann das Tantum-Messer. Auch nicht schlecht, nämlich, ne? Und dann den Gutstock. So, dann haben wir das erstmal. Den können wir auch noch wegschmeißen. Oh, hier, den Tischlerhammer. War ja die erste Waffe, die wir nur nehmen konnten. So, dann können wir uns nämlich den Rest noch nehmen. Die Munition. Alle Gegenstände. So, okay. Da haben wir nämlich erstmal wieder, das ist nämlich Tariers Messer hier, richtig geile Rambo-Messer. Da haben wir den Kampf nämlich auch überstanden, aber Jade ist ja gestorben, das wisst ihr ja. Leider. Aber dadurch hat sie uns gerettet und ja. Dafür konnten wir das zu Ende bringen. Jetzt müssen wir natürlich den Raketenangriff verhindern. So wie sie eben gerade gesagt hat im Handy, sag ich schon. Im Funkgerät. Sag mal, was ist denn jetzt los? Ja, ich bin noch ein bisschen nervös. Ich habe davor gerade Doom 3 zu Ende gebracht, das Let's Play. Dr. Kempton, Crane hier. Hören Sie mich? Crane. Und ja, wie kommen Sie voran? Ja, ich bin immer noch ein bisschen fertig. Wir sagen, ja, was ich hab sie die hier alle wollen. Ich habe die Gewebeproben. Sobald ich eine dringende Sache erledigt habe, bringe ich sie zu Ihnen. Gut, Crane. Oh, ne, ich weiß nicht, ob wir das überleben. Was ich vorhabe, wird uns mehr Zeit verschaffen. Bis dann. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das hier überleben. Nee, da werden wir nicht reinjumpen. Okay, wir müssen ja sowieso da hinten lang. Ja, wir werden uns jetzt nicht mehr um die Zombies hier kümmern. Wir werden jetzt hier ein bisschen schneller voranschreiten. Okay, eine Pflanze können wir immer einsammeln. Hier ist Wasser.
Okay, das haben wir überlebt. Oh, nicht schlecht. Richtig gut. So. Dann machen wir ein bisschen hin da. Da unten ist ein Paket. Oh, was ist denn jetzt los? Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann man mitnehmen. So, dann zack, zack, raus hier. Statt wir neu saufen. So, und weiter geht's. Wie weit ist denn das überhaupt? 252 Meter, das sieht ja mal. Und hinter uns ist irgendwas. Natürlich können wir uns nun so festhalten. Das war natürlich wieder klar. Und da hinten ist irgendwas. Überlebender wurde getötet. Ja, was soll ich machen? Hä? Wir müssen hier irgendwie rennen. Wir. Halt dich da fest, Digga. Irgendjemand wird da angegriffen gerade. Die sind hier drinnen. Warte mal. Die Luke hier auf? Natürlich nicht. Komm ich da rein? Die sind hier drinnen. Die sind hier innen drin. In das Ding drin. Okay. Ich kann jetzt nicht helfen, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich da rinkomme. Und, ja. Vielleicht ist da hier ein Weg? Nein. Ist ja seltsam irgendwie, oder? Da ist noch ein Paket. Aber was ist denn heute hier los? Überall Pakete? Was ist da los? Okay, sollen wir uns erstmal nicht stören? Wir wollen jetzt sowieso erstmal die Hauptquest fertig machen hier. Ah, er rennt den Drachen hinterher. Auch schon wieder irgendwas. Frag mir echt langsam, was hier los ist, ja? Warum so viele Kisten hier auf einmal sind? Ist es, weil Wochenende ist wahrscheinlich oder hat irgendein Grund? Ach, die sind da oben wieder dran. Okay, wie komme ich jetzt da wieder hoch? So. Irgendwie muss es doch hier rein gehen. Warte mal. Ach, hier. Hier ist ein Eingang. Okay. Das ist mir aber auch neu hier.
Zone. So. Aber wir sind hier falsch. Oh, was ist denn hier los? Hier hat einer mit dem Laptop gepennt. Ah ne, wir können hier pennen. Ah. Weiter oben sind die wahrscheinlich. Ne, hier ist was zum Verkaufen. Wir holen uns ja sowieso erstmal alles hier. Die ganzen Dinger wieder. Na, wisst ihr ja. So, verkaufen. Haben wir denn überhaupt was zum Verkaufen? Ah, hier, Taschen. Alles klar, haben wir. Haben wir alles da. Okay, alles klar. So. Wir müssen aber immer noch... Noch weiter nach oben, okay, also hier hoch. Ja. Ach, da ist er ja. Da ist er ja. Jo, was geht? Und? Was muss ich tun? Installiere diesen Verstärker am höchsten Punkt in der Stadt. Das erhöht unsere Chancen, das Signal durchdringen zu können. Lass mich raten. Ich muss auf den riesigen Funkmast am Stadtrand klettern. Der kürzeste Weg ist durch die Kanalisation. Kontaktiere Savvy, sobald du wieder ans Tageslicht kommst. Er wird dir helfen. Sobald der Verstärker installiert ist, stell dein Funkgerät auf die richtige Frequenz ein, sodass dich jeder hören kann. Hoffen wir, dass es klappt. So, also, okay, wir haben eine neue Quest natürlich. Was ist das hier? Herausforderung? Parkour ever forever. Wir sollen... Wir sollen was installieren. Ich weiß ja nicht, begeben sich durch den Kanalisation zum Funkturm. Ah, zum Funkturm sollen wir. Na, ich sag mal, Parkouren kann man hier gut machen. So, meine lieben Freunde, hier müssen wir aber leider zum Ende kommen. Die Folge ist leider schon vorbei. Wir haben den Endkampf gesehen und die Story geht doch noch ein bisschen. Ich dachte, mit Jade ist es jetzt vorbei. Aber nein, die geht noch weiter. Okay, dann freut euch auf die nächste Folge. Falls euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst ein Like, teilt die Video und schreibt einen Kommentar auf alle Fälle. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Dying Light. Ich bin erstmal raus und tschüss.